im Briefkasten haben. Jana Schulze. Nun soll alles ganz schnell gehen. Finnland und Schweden schicken den offiziellen Antrag an die NATO. Beide Staaten Hand in Hand in diesen Beitrittsverfahren, wie heute beim Treffen in Stockholm. Beide Staaten sind Vorzeigedemokratien, schon jetzt starke Partner der NATO. Doch einem schnellen Beitritt steht einer im Wege. Wir werden nicht einer NATO-Mitgliedschaft von Staaten zustimmen, die Sanktionen gegen die Türkei verhängt haben. Ich muss eines sehr klar und offen sagen: Keines dieser beiden Länder hat eine klare Position gegen terroristische Organisationen. Ende 2019 hatte Schweden ein Waffenembargo gegen die Türkei verhängt, nachdem türkisches Militär in Syrien einmarschiert war. Schweden und Finnland seien Gästehäuser von Terrororganisationen. Gemeint sind die verbotene türkische PKK und die Gülen-Bewegung. Viele Bazars funktionieren in der Türkei und manchmal ist die Mentalität, vor allem von Erdogan, ja, auch sehr davon geprägt. Es geht nicht um die Kurdenfrage in Schweden oder in Finnland, es geht um etwas anderes. Die Türkei wolle einen Preis aushandeln, denn sie unterliege schwedischen Rüstungsrestriktionen, bekommt bestimmte US-Waffensysteme nicht geliefert. Experten sind überzeugt, Erdogan nutze die Frage der NATO-Erweiterung bewusst. Europa ist in dieser Frage sehr einig und da glaubt natürlich Herr Erdogan, dass er jetzt an einem entsprechend langen Hebel sitzt und entsprechend große Forderungen stellen kann. Von daher kann man schon sagen, dass diese Art der öffentlichen Diplomatie, also der Diplomatie mit dem Megafon, auch dazu angetan ist, natürlich hier in der Türkei die Reihen zu schließen und für ihn wieder gesellschaftliche Wählerunterstützung zu generieren, weil wir ja nächstes Jahr die Wahlen haben. Eine Lösung wäre, Schweden hebt seine Sanktionen gegenüber Ankara auf. Erdogan spielt auf Zeit für seinen eigenen Nutzen. Rechtsradikaler Rassismus.